Moin Vic. Hi, schön, Laura. Dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ja, sehr gerne. Zum Einstieg habe ich auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Oha. Ich würde dich bitten, einmal diesen Text vorzulesen. Ach, du liebe Zeit. Hi, ich bin Vic und mein Spitzname ist Mistkäfer. Den hat Mama mir gegeben, weil ich ein richtiger Grießkram sein kann. Ich bin dafür bekannt, dass ich auch mal einen Igel von der Straße trage, auch wenn es mir vor dem ins Bett gehen graut, weil ich weiß, dass ich morgen früh wieder aufstehen muss. Bin ich durch meine sehr direkte Art ein absoluter Sympathieträger. Jetzt ist ein Lachsmiley dahinter. Ist aber ernst gemeint, ist so. Von wem ist denn das jetzt? Rate mal, von wem das ist. Von Yannick. Von Tommy. Korrekt. Also ich fasse mal zusammen. Du bist ein Grießkram, der Tiere liebt und sein Herz auf der Zunge trägt. Was davon stimmt und was nicht? Ja, schon viel, ne? Wahrscheinlich schon alles. Dadurch, dass er mein Bruder ist, kennt er mich ja relativ gut wahrscheinlich. Kommt jetzt rein, lass mal beenden hier. Ja, also wenn ich mich hier so umgucke, das ist schon richtig gemütlich bei euch. Vielleicht gucken wir mal, wo Yannick ist. Machen wir. Was meinst du, wo er ist? Ich vermute, dass er auf einem seiner Lieblingsplätze auf irgendeinem Sofa ist. Mit ein bisschen Glück ist er noch nicht eingeschlafen. Das habe ich auch. Jetzt seid ihr nicht nur kreativ in eurer Wohnung, sondern ihr habt auch echt coole Shows. Welche Herausforderungen gibt es da? Ich persönlich bin da schon wesentlich nervöser eigentlich tatsächlich als im Wettkampf, weil ich es nicht nur selber in der Hand habe. Ne? Im Wettkampf bin ich einfach eine Minute am Start und weiß hundertprozentig, was ich zu tun habe und wie das abgeht. Und bei der Show kommt es halt auch auf den auch noch an, ne? Und auf den Tommy. Da kann halt schon mehr in die Hose gehen oder halt nicht ganz so laufen, wie ich mir das vorstelle. Wo geht dir mehr die Pumpe? Beim Einzelwettkampf oder bei den Shows? Das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, was für ein Showbild wir machen und was für ein Equipment wir dabei haben. Generell haben wir auch mal einige Zeit mit LED-Trikots gearbeitet und die habe ich im Vorfeld mühsam zusammengebastelt. Und wie lange hast du dran gesessen? Das weiß ich nicht, auf jeden Fall mehrere Nächte und Tage. Und da war es schon immer auch mit der Haltbarkeit schon mal ein bisschen das Problem, weil wir natürlich sehr viel bewegen. Deswegen wird den Trikot sehr viel abverlangt. Und da hatte ich dann Schiss oder ging mir die Pumpe. Nicht, weil ich Angst hatte, ich konnte mein Zeug nicht, sondern dass ich Angst hatte, okay, ich leuchte gleich nicht richtig. Es gibt auch noch diese variable Veranstalter. Ne? Wir hatten mal eine Show, da wurde eine falsche Musik angemacht. Da wollten wir eigentlich eine Star Wars Show machen. Und am Tag davor hatten wir einen ganz anderen Show-Act gemacht zu der Musik von unter anderem von Magic Mike. Ne, ist so, ich weiß nicht, ob man den Film kennt, so ein bisschen anzügliche, peppige Musik. Ein bisschen mehr halt. Haut zeigt man da. und wir hatten da halt Star Wars-Kostüme und Lichtschwerter und standen da zu Magic Mike-Musik. Also ich fand's klasse. Ja, weil Yannick zugeschaut hat. Der hat da echt den Kranken gemacht. Ich war wirklich sehr krank und hab dann nicht mitgemacht und dann. Ja, am Anfang der ersten 10 Sekunden dachte ich auch so, oh scheiße, was mache ich jetzt? Hat man versucht, die Regie da oben anzurufen und ähnliches. Aber die haben gesagt, nee Leute, ihr müsst jetzt durch. Und dann dachte ich, alles klar, ich lehne mich hier zurück. Viel Spaß. Und hast gelacht einfach, nur 8 Minuten durchgelacht. Richtig. Wem ist es denn noch aufgefallen? Habt ihr nachher Feedback bekommen oder? Ja, die meisten fanden es natürlich cool und meinten, boah, voll cool mit Lichtschwert und alles, aber ach, wieso habt ihr keine Star Wars Musik genommen? So ein kleiner Tipp. Was ging da in dir vor? Warst du dann genervt oder hast du so gedacht, boah, wir müssen es jetzt irgendwie retten? Ich war einfach so froh, dass ich eine Maske auf hatte. Und man nicht gesehen habe, dass ich so kurz vorm Durchdrehen bin oder zwischendurch vielleicht geheult. Das war jetzt so vielleicht euer Tiefpunkt bei den Shows. Was ist denn so euer Highlight? Spontan fällt mir da, eine unserer letzten Shows war in Oldenburg. Und da haben wir Greatest Showman gemacht. Und da kamen die Eltern von unserem Obermann, von unserem Joker, die schon echt einige Shows auch gesehen haben von uns. Und die meinten, das war die schönste Show, die wir bisher von euch gesehen haben. Also unser Obermann, die Kleine dann, die war dann in der Choreografie so ein bisschen unser Kind auch. Mary ist das. Genau, Mary, ja. Oder Shorty. Und dann haben wir auch so eine Szene da gehabt und dann meinten wir, ja, jetzt hatten wir echt so Tränen in den Augen. Was muss man denn drauf haben, um überhaupt so eine Show machen zu können? Das ist ja schon ein Unterschied im Gegensatz zum klassischen Voltigieren, oder? Wir ergänzen uns da ziemlich gut. Wir drei, also Tommy, Yannick und ich. Da hat so jeder irgendwie seinen
Spezialgebiet mittlerweile irgendwie. Ich bin da so ein bisschen für diesen offiziellen Kontakt im Vorfeld so quasi zuständig. Und du bringst das Geld rein. Ich muss vor allem auch verkaufen, das Produkt. So, ne? Ich denke mir dann irgendwie fix ein Thema aus, so ein Oberthema. Und wenn dann gesagt wird, ja okay, machen wir, wollen wir haben. Und du kennst das Oberthema vorher oder das ist spontan? Das ist unterschiedlich. Wir versuchen einige Dinge schon im Vorfeld abzusprechen oder manchmal kommen es auch Ideen und wir planen das ganze Jahr im Prinzip oder sammeln die Ideen. Aber es kam schon auch mal vor, dass ich davon nichts wusste und dann hat er mir gesagt, ja, das Thema ist das und das und ich denke so, willst du mich verarschen? Nein, das machen wir nicht. Welches Thema fandest du ganz ätzend? Wie hast du es genannt, als wir in Hannover waren? Die Verbindung von Mensch zu und Tier oder Mensch und Pferd. Genau. Und dann war ich die erste halbe Minute im Zirkel alleine, nur mit dem Pferd und habe so gestreichelt und die Verbindung gesucht. Und normalerweise bekommt man ja direkt Rückmeldung vom Publikum, wenn die klatschen. Aber da es ja ein eher emotionales Thema und Musik war, war das Publikum die ganze Zeit ganz ruhig. Und ich so genossen. Ne? Genau, genossen. Und ich dachte mir so, ja toll, okay, ist es jetzt gut oder ist es jetzt scheiße so? Also war für mich in dem Moment echt sehr schwierig. Aber nachher haben wir da echt... War das eine der meistgelobtesten Shows von uns. Jetzt wissen wir, was ihr zwei macht. Was macht denn Tommy? Ja, das ist eine gute Frage. Die gebe ich weiter. An den nächsten. Ich rufe, sollen wir ihn mal anrufen, was er gerade macht? Nein, der ist unser Tänzer sozusagen. Also ich würde sagen, Tommy ist jetzt gerade nicht so gut weggekommen, aber ich habe mich ja noch mit ihm zum Glück in Köln unterhalten und er hat uns mal gesagt, wie er die Shows findet und was er darüber denkt. Viel Spaß. Unsere Shows machen mir immer ziemlich Spaß, ist auch nochmal eine gute Abwechslung zum Voltigiersport. Dir ist halt da in deiner Kreativität auch einfach freien Lauf gelassen. Also im Wettkampf sind zum Beispiel Utensilien verboten. In einer Show kannst du halt auch mal einen Hut aufsetzen oder eine Fackel in der Hand haben. Oder da kann man noch tiefer in die Charaktere einfach auch reingehen. Welche Aufgabe übernimmst du denn bei den Shows? Wenn wir ans Showplanen gehen, ich bin dann meistens so für die Choreografien mit zuständig und Showtanz mit einbauen. Also deswegen sind wir da ein relativ gut eingespieltes Team mittlerweile. Die Weltspitze des Voltigierens, die Brüsewitz-Brüder! Würdest du sagen, es ist eine absolute Stärke, dass ihr euch so gut kennt oder hindert das manchmal auch? Also größtenteils würde ich sagen, es ist definitiv eher eine Stärke, dass wir uns gut kennen, weil wir einfach auch wissen, wie der andere einfach tickt. Kann in mancher Hinsicht auch vielleicht eine Schwäche sein, wenn wir wissen, der macht sowieso nicht und es dann von vornherein lassen. Aber ansonsten würde ich eher sagen, es ist eine Stärke. Ja. Die Jungs haben mir verraten, wie dein Spitzname ist. Würstchen. Ich hoffe, die Antwort ist jetzt jugendfrei. Wie kam es zu diesem Spitznamen? Das ist tatsächlich eine jugendfreie Antwort. Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin ein armes Würstchen. Oder war ein armes Würstchen als Kind, weil ich anscheinend viele Allergien hatte. Und die damals gesagt, oh, der war so ein armes Würstchen. Also mir wurde dazu auch noch verraten, das Würstchen hat auch was damit zu tun, dass du gerne mal Dinge vergisst und so ein bisschen verpeilt bist. Wie oft kommt sowas vor, dass du zu einer Show kommst und eigentlich nur dich dabei hast und den Rest vergessen? Ja, kommt aber auch mit hinzu, kann ich auch mit kontern, dass die Kommunikation häufig zwischen uns auch nicht gut stattfindet beziehungsweise gar nicht stattfindet. Beispiel ist, ich sitze am Computer und bin zufällig auf YouTube und dann stand da heute Interview mit den Brüsewitz-Brüdern und ich denke so, hä, das ist heute. Und ich denke so, okay, das sind 3 Stunden. Und dann rufe ich die Jungs an, dann waren Yannick und wir gerade dabei, irgendwas zu bauen, haben mir auch nur so eine halbe Antwort gegeben, ja, ich glaube heute Abend um 18 Uhr oder irgendwie sowas. Eine Info kriege ich dann auch nicht. Ja, ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall ein verrückter Haufen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Tommy, für das Gespräch. Gerne, cool, dass ihr da wart. So, Yannick, was machen wir denn jetzt hier Schönes und wie funktioniert diese Gerätschaft?
Also, wir bräuchten noch eine Schraube, die wir nachher für den Tisch benutzen. Ja. Die muss aber ein bisschen kürzer sein. Und das, warum kauft ihr nicht eine passende? Haben wir es halt vergessen. Stellst du auch fiese Fragen? Ja, ihr damit gibt auch fiese Antworten. Damit du jetzt ein bisschen arbeiten kannst. Okay, ja, damit ich auch mal was getan habe. Richtig. Also, das hier ist ein Winkelschleifer. Ja. Nachher muss das hier ab. Da ist aber kein Winkel. Hier ist der Winkel. Ah, ein rechter sogar. Nee. Aber das ist ein Knick in der Linse. Ich warte kurz, die Brille zu schlagen. Ja, hier geht er an. Das ist ein bisschen lauter. Und dann. Genau. Ja. Und dann deine Gehörschützer aufmachen. Genau, und dann wird es auch hier so Funken sprühen. Ja? Ja. Also ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal hier 10 Meter weg. Alles klar. Perfekt. Also gerade ist anders. Haben alle überlebt? Normal passt das. Was machst du eigentlich gerade? Ich schmöbel hier mein Regalbrett, weil du das ja nicht fertig machst für mich. Also ich würde sagen, das überlasse ich lieber dir, da du ja gelernter Ingenieur bist. Ziemlich cool. Was machst du denn genau? Als Ingenieur? Mhm, warte, ich nehme mal die Dinger ab, dann verstehe ich die auch besser. Ich arbeite in der Luftfahrt bei der Firma Crew Aviation und genau, bin als Ingenieur tätig und mache da verschiedene Aufgaben, unter anderem im Bereich 3D-Druck. Wenn ich jetzt irgendwie mal was von dir sehen will, was du gemacht hast, wo muss ich dann genau hingucken? Also ich hoffe mal, dass du die nicht sehen wirst, denn wir haben unter anderem mal Sauerstoffboxen fürs Flugzeug gemacht, aber die gehen nur auf, wenn es ein Problem gibt. Okay, dann hoffe ich das auch besser. Aber da sind dann die Sauerstoffmasken drin. Und dann würdest du es sehen. Ansonsten würdest du nur die Verkleidung oben sehen. Was ist so euer Lieblingsprojekt, was ihr vielleicht in letzter Zeit gebaut habt? Ja, unser Lieblingsprojekt ist unser Baumhaus, auf jeden Fall. Vic, vielleicht willst du mal mit dazukommen, wenn es um euer geliebtes Baumhaus geht? Ja, das ist gewissermaßen so eine Hassliebe, ne? Weil aktuell ist es halt stillgelegt. Da kam vor 2-3 Wochen kam mal das Bauamt vorbei und hat gesagt, ja, wir machen jetzt hier rotes Flatterband ums Baumhaus und dann ist erstmal Pause. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder einen Statiker zu suchen, der dafür eine Statik rechnet und dann... Also falls da draußen ein Statiker ist, der den beiden Jungs unter die Arme greifen will, meldet euch, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es sich zum Guten wendet und ihr da irgendwann wieder hoch dürft. Wie liefen denn die Planungen dazu ab? Also gab es eine Zeichnung oder macht ihr das dann einfach so, los geht's und dann... Ja. Wir hatten da so 3-4 Striche mal hingemalt. Das war unsere Zeichnung. Man konnte sie nicht lesen. Manchmal waren wir so optimistisch und haben uns an den Tisch gesetzt und versucht so zu planen, was wir jetzt gleich oben auf dem Baum machen. Aber oben auf dem Baum sah es halt dann schon wieder ganz anders aus, weil die Äste kannst du einfach schlecht, also selbst wenn du das abfilmst und so weiter und so fort, kannst du auf der Erde, wenn wir hier in der Werkstatt gestanden sind, dann wieder... haben wir es nicht mehr nachkonstruieren können. Wir haben uns vorher schon Gedanken gemacht, auch mit der Aufhängung und ähnliches erst. Wie war dann das Gefühl, als ihr erst mal oben wart und die Aussicht genießen konntet? Mega geil. Das war aber auch schon, hat mir schon auch Schiss. Wie hoch ist das Ding? Die eine Plattform ist 10, die andere ist 15 Meter. Ich kann wirklich von so einer Beziehung sprechen, die ich aufgebaut habe mit dem Baumhaus. Am Anfang war es echt spannend, da auf der unteren auch zu sehen und in die Ferne zu gucken. Nach einer Woche oder so habe ich dann mal da gelegen auf dem Sofa und alle Verbindungspunkte nochmal durchdacht, so, ob wir die wirklich richtig festgezogen haben. Und ab dann konnte ich auch wirklich da chillen und dann am nächsten Tag auch mal frühstücken, richtig. Wie ist dein Beziehungsstatus zum Baumhaus? Stabil. Also ich traue dem Ganzen, aber wir haben es auch gemacht insofern. Wäre es auch schlimm, wenn das nicht wäre, aber schon ähnlich wie bei Vic auf jeden Fall. Am Anfang waren wir da erst sehr verhalten, ganz, ganz vorsichtig immer raufgetraut oder auch bei der Treppe so ganz vorsichtig und jetzt möchte auch hochlaufen und joggen oder ähnliches oder auch hüpfen, also ist kein Problem. Ich merke schon, ihr seid mega kreativ, super vielseitig. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Tag bei euch. Vielen lieben Dank und zum Abschluss habe ich auch noch eine kleine Überraschung für euch. Ach nee. Alter. Ich hoffe, es gefällt euch. Geil. Danke. Das ist ja fett. Dankeschön.